Sul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Wir sind wieder in unserem angehenden Freibad und ich habe schon wieder vergessen, den Cheat vorher einzugeben. So, also, da man ja, wie ich gestern in der Folge erzählt habe, die Sauna immer drinnen platzieren muss. Das heißt, es muss ein Raum oben drüber sein, werde ich jetzt hier eine kleine Sonnenterrasse bauen. Ist natürlich doof, dass die Sonnenterrasse direkt neben das Klo muss. Ja. Eigentlich reicht hier auch so ein kleines... Kann man hier nicht irgendwas anderes noch hinmachen? Was könnte man da noch hinmachen? Ein Kassenhäuschen oder sowas ist ja schlecht möglich. Man könnte so eine Art Umkleide dann noch hinbauen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, wir machen dann doch lieber irgendwie so was Sonnenterrassenmäßiges. So, hier unten sollte auf euren Wunsch noch so ein Lautsprecher rein, wo dann diese New Age Musik läuft, also die neue Saunamusik. Und hier sollte noch... Je, wo ist es denn drin? Ist das hier bei Kleiderschränken? Nee, hier war es nicht. Ich glaube, bei Aktivitäten war das auch drin, oder? Und dann hier. Nein! Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn nochmal? Gibt's doch nicht hier. Okay, alle Anzeigen. Und jetzt filter ich mal nach dem Pack. So, Wellness-Tag. Das gibt's doch nicht. Ich finde die Spinde nicht mehr. Natürlich auch sehr gut. Da unten. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich nicht noch die Spinde reinpacken kann. Damit sie die Sims auch umziehen können. Das ist natürlich tatsächlich sehr sinnvoll. ist halt die Frage, stell die vielleicht besser hier rein. Ansonsten sind diese Duschräumchen... Irgendwie fügt sich das da nicht so richtig ein. Die hier finde ich eigentlich ganz cool. Stellen wir den dahin oder machen wir... Nee, wisst ihr was? Wir stellen einfach hier. Stellen wir zwei Stück davon hin. So. Oder? Wir könnten natürlich auch die Lampe hier hinten, die hängt sowieso eins höher. Dann hängen wir einfach hier die Lampen noch alle eins höher. So. 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 So passt das doch. Ja, die Wand habe ich jetzt auch tapeziert. Ich war nochmal kurz online, damit ich das heute bloß nicht vergesse. Und was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir hier unten diesen Lotus noch so als Bodenlampe reinmachen? Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Gefällt mir so. Und dann haben wir jetzt eigentlich auch die Wellness-Oase in unserem Freibad soweit fertig. Das hier ist zu schick für Männer. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwas reinstellen könnte. Was ich hier noch reinhänge, Wellness-Tag, so, das kann ich wegmachen, ist, genau. Ich möchte hier noch jeweils einen Bademantel reinhängen. Da war nämlich auch die Idee von euch gekommen, der Vorschlag. Und die finde ich sehr gut, die Idee. So, Handtuchhalter noch. So, da auch. Prima. So, aber jetzt gehen wir dann weiter nach hier oben. Müssen wir mal gucken. Ich überlege gerade tatsächlich, wie groß ich das denn überhaupt mache. Eigentlich haben wir jetzt hier in der Mitte schon diesen Bereich. Wisst ihr was? Dann, hoppala. Ach ja, ich überlege gerade, ob ich das dann nicht vielleicht ein bisschen umstrukturiere. Hier ist diagonal. Diagonal brauchen wir nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich so bis hier hingehen muss. Gut, dass wir es da drüber sehen. Das reicht nämlich nicht. Das muss tatsächlich bis hier an den Rand dran. Okay. Okay, okay. Könnten natürlich dann hier so ein bisschen das Spielemäßige auch hinbasteln.
Was ist denn? Wie wäre das denn? Wenn wir hier jetzt sowas anbauen? Okay, es ist nicht ganz praktisch vor den Toiletten. Das gebe ich zu. Dass wir hier jetzt so eine Ecke reinmachen können. Nee, nee, nee. Das ist nichts. Das gefällt mir so nicht. Ach, jetzt muss ich hier ernsthaft... Boah. So, weg mit dem Zäunchen. Hier kommt er auch weg. Übrigens, ich hoffe, dass ihr das jetzt gerade nicht zu laut über mir hört. Weil da ist gerade einer am Rumbasteln in der Wohnung. Was nehmen wir denn jetzt hier mal für Holz? Ich brauche Holz. Das hier ist eigentlich ganz gut. Ich überlege nur gerade, welcher Zaun sich anbieten würde. Vielleicht nehmen wir auch den Zaun hier. Aber wenn es an den hier dran geht, dann sollte es schon die Farbe haben, dass das passend ist von der Farbe her, würde ich sagen. Ja. Also es ist jetzt halt ein bisschen eine Notlösung. Eigentlich war das hier hinten so nicht geplant. Sage ich ganz ehrlich. Muss ich nur schauen, ob ich das hier nicht vielleicht sogar noch ein bisschen hier... Das ist schwierig. Wenn ich jetzt hier das abreiße, gehört das dann noch? Ich brauche jetzt mal den Zaun. Weil ich finde, es würde besser aussehen. Warum kann ich das? Doch, jetzt kann ich es ziehen. Okay, das ist zu viel. Ich finde, das sieht besser aus, wenn ich es hier hinten, wenn ich es bis hinten gegen mache. Es ist meiner Meinung nach einfach passender. So, dann machen wir hier jetzt eben noch so einen Bereich hin. Aber damit das jetzt nicht so in direkter Verbindung zu den Toiletten steht, was ich, wie gesagt, ziemlich blöd finden würde, setzen wir hier so eine Hecke dran. Dann haben wir wenigstens einen Sichtschutz. Also das, finde ich, muss dann schon sein. Dann haben wir natürlich hier wieder keine Sonne mehr. So, ich hätte gerne den Liegestuhl hier und zwar in Rot. So, zack, zack, zack. Ich überlege gerade. Mach mal hier hinten vielleicht noch so einen Brunnen hin. Da passt es nicht. Geht es da? Nee, auch nicht. Das kann ich unter etwa... Ach, weil da die Sauna ist. Aha. Ja, das ist natürlich sinnvoll. Da können wir auch dann dementsprechend nichts hinbauen. Ja, Gott, komm. Macht nichts. Hier haben wir doch noch so kleinere Dinger, die man nehmen kann, oder nicht? Hier ist doch irgendwo... Gibt es hier doch so kleinere Brunnen. Vielleicht waren die auch mit der Deko drin. Muss ich mal schauen. Also dann haben wir jetzt das hier. Dann würde ich da auf jeden Fall... Nee, wisst ihr, was wir hier hin machen? Oh, ich hab's. Ich hab's. Wisst ihr, was da hinkommt? Da kommen Yogamatten hin. Da können unsere Sims dann Yoga machen. Und dann überlege ich nämlich, ob das dann nicht vielleicht sogar sinnvoll wäre. Hier so aus Blödsinn. So eine Wiese hinzumachen. Das ist doch eigentlich eine ganz lustige Idee, oder nicht? Können da die Sims noch drüber? Dass das so eine Abgrenzung gibt? Oder müsste man da jetzt ein Tor reinbauen? Das wird ja auch blöd aussehen. Ich glaube, da können sie dann nicht mehr drüber. Ja, das macht jetzt auch nichts. Das andere passt leider nicht. Ja, aber dann machen wir das doch so, oder? Ihr könnt mir natürlich mal schreiben, was ihr dann an der Stelle hier besser findet. Ob ihr dann sagt, mach lieber die... Muss ich mal gucken, wo die Yogamatten nochmal sind. Mach lieber das Holz wieder dahin. Oder jo, lasst es bei dieser Pseudo-Wiese. Könnt ihr mir dann ja gerne mal schreiben. So.
Dann machen wir das nämlich jetzt so. Dann packen wir da eine Matte hin. Da packen wir eine hin. Da. Schön bunt, so sieht es auch direkt so ein bisschen nach Liegewiese aus. Da noch eine hin. Eine brauchen wir noch. Nehmen wir die hier noch. So, weil dann haben wir nämlich jetzt hier auch einen kleinen Yoga-Bereich. Kann man sich auch noch in der Richtung sportlich betätigen. Dann brauchen wir da natürlich auch noch wieder Lampen. Oh ja. Machen wir doch hier einfach die hier so mittig auf dem Boden. Die markiert dann... Aua. Ah, das war in der Schulter. Die markiert dann hier so ein bisschen den Yoga-Bereich. Da dann... haben wir Bambus? Wir haben doch Bambus, oder? Ja, aber großer. Mit dem großen... Ich bräuchte dann kleineren. Damit können wir nichts anfangen. Haben wir hier irgendwas anderes noch, was daneben passen würde? Man könnte natürlich auch sowas hier daneben stellen. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? Es ragt das natürlich auf der anderen Seite wieder durch den Zaun durch. Aber ich finde es so trotzdem ganz schön. So finde ich es besser, als wenn da gar nichts ist. Trotzdem braucht man auch ein bisschen Beleuchtung. Das reicht mir persönlich noch nicht. Stehlampen. Da finde ich die hier mit dieser... So, sowas hier. Das hat auch so ein bisschen was Asiatisches eben wieder. So, das stellen wir hier auf beiden Seiten auf. Nochmal Mitte von der hier. Da es bei dem anderen dann nicht so passt, machen wir das dahin. Sonst müssen wir hier eigentlich auch ordentlich Beleuchtung haben. Supi, jetzt kann man da auch abends Yoga machen, ohne dass man den anderen seine Füße um die Ohren haut. Na bitte, es wird doch langsam. Jetzt brauchen wir hier mal noch einen Anschluss vom Weg. Was hatten wir denn da genommen? Das war irgendwas Sandiges gewesen. Aber welcher Sand war das? War es der? Jo, das war der. Nehmen wir... Nehmen wir mal den da. Die Breite. So. Wir brauchen ja auch mal hier hinten irgendwie einen Anschluss zu unserem Klohäuschen. Und dann können wir mal langsam endlich auch mit den Becken anfangen. Wisst ihr übrigens, was ich toll fände, wenn ihr sowas mal einführen würde? Eine Wellenmaschine für den Pool, dass man die so an der Wand dran macht und dann kann man die einschalten und ausschalten. Das fände ich mal richtig gut. So. Jetzt haben wir hier unseren kleinen Yoga-Bereich fertig. Eigentlich einer von diesen Grills reicht. Aber mir ist aufgefallen nämlich, dass da ja eigentlich noch ein Mülleimer hin müsste. Und ich finde, sowas hier wäre gut. Ja, den finde ich sogar irgendwie noch besser als den, als diesen Stein, als das Holzfass. Ich finde, das macht sich hier besser auf dem Sand. Das ist irgendwie so ein bisschen mehr, ja. So. Haben wir ja auch einen Mülleimer, dass sie ihre gebrauchten Sachen wegschmeißen können. Was ich schon mal noch markieren möchte, dass ich das nicht vergesse, ich möchte hier gerne noch ein Piratenschiff hinstellen. Ich finde, ein Piratenschiff gehört einfach irgendwie irgendwo in Freibad, beziehungsweise so Spielgeräte. Und kriegen wir das auch noch hier unter?
Jetzt ist das dann natürlich sehr voll geklatscht. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Das stellen wir irgendwo anders hin. Oh Gott, nee. Nee. Wir bleiben bei der Farbe. Das könnte man auch hier so hinstellen. So während die... Oder hier unten vielleicht... Wisst ihr was? Das machen wir hier unten hin. Oh, ich muss mal noch gucken, wie man... Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Wir machen das hier hin. Ich muss mal unbedingt noch gucken, wie man Brücken baut. Es gibt da irgend so eine Möglichkeit, so ein bisschen das Spiel zu veräppeln und Brücken zu bauen. Weil das würde ich dann nämlich ganz gerne so hier unten hinstellen. Passt das so auch? Auch wenn ich den Cheat aus habe. Jo, passt das? Und hier, als letzte Handlung hier für die heutige Folge, machen wir... Passt das von der... Ja, nicht ganz. Passt nicht so richtig. Passt das hier? Jo, das passt. Oh, nee. Ich glaube, das müssen wir dann doch so machen. So. Nee, gar nicht. Ich muss jetzt hier ein bisschen basteln. So, den Pool. Ich möchte das so ein bisschen abgeschottet haben. Es ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen blöd zu erklären. Ich möchte so einen Wassergraben um das Schiff drumherum haben. Muss ich gerade noch mal gucken, bis wohin das geht. Jo, bis dahin können wir bauen. So, dass nämlich, wenn da irgendjemand kommen will und, das müssen wir wegmachen. Weil hier müssen wir noch eins weiter. Wenn da irgendjemand kommen will und das Piratenschiff entern will, dann muss er sich erstmal hier durch den Wassergraben durchfriemeln. So. Machen wir da auch noch ein bisschen Sand hin. So, das heißt ein bisschen. Mach mal großzügig Sand hin. So, dann können wir hier hinten eigentlich auch wieder ein bisschen das hier wegradieren, das Gras, weil das braucht man dann hier nicht. Dann geht das, hoppala, da wollte ich es nicht weg haben. Dann geht das hier nämlich direkt in diese Piratenhochburg über. So. Vielleicht bekommt man ja irgendwann noch so Wipptierchen, dann kann man die auch noch hier hinpacken. Ob ich das nur allerdings hinbekomme, dass man da auch eine Brücke hinbastelt, das weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Aber ja, hauptsächlich haben wir diese Folge jetzt hier den Yoga-Bereich geschaffen, damit eben die Sauna dann auch innen liegt, in dem eben ein geschlossener Raum hier in Form der Terrasse drüber ist. Und dann sollte das eigentlich auch benutzbar sein. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr jetzt so davon haltet. Wie gesagt, schreibt mir auch nochmal, ob ihr das lieber hier so grün haben wollt mit dieser Pseudo-Wiese oder ob ihr lieber Holz drin haben wollt. Ich muss sagen, ich finde es jetzt hier mit der Wiese sogar ganz hübsch. Und ja, dann sehen wir uns morgen in der Spielfolge wieder. Und hier basteln wir dann in 2 Tagen weiter. Also ihr Lieben, bis dahin. Tschüss.